Und mit diesem Ausblick hier vom Karasee begrüße ich euch zum nächsten Teil meiner Alpentour. Heute geht es für mich in die Dolomiten. Ich fahre einen Teil der Sella Ronda und noch einige weitere Pässe. Wie gesagt, ich befinde mich ja gerade am Karasee, am Karapass und bin jetzt auf dem Weg zum Sellapass. Ich denke, ich werde heute das Ganze in mehrere Videos teilen, damit man wirklich von jedem Pass die Eindrücke bekommt. Also hier sieht es schon echt spektakulär aus. Das ist jetzt ca. 20-30 Kilometer von Bozen entfernt, würde ich sagen. Und man sieht hier schon die ersten Felsformationen der Dolomiten. Ja, heute ist etwas frischer als gestern. Wir haben es 10:30, 14 Grad. Ich denke, oben auf den Pässen wird es dann immer noch ein bisschen frischer werden. Aber solange es nicht regnet, ist alles in Ordnung. Also die Kurven hier sind schon echt nice. Solche Kurven finde ich sogar viel, viel besser als Spitzkehren, weil in Spitzkehren bist du nur zu langsam. Du musst ordentlich aufpassen. Aber solche Kurven machen echt Spaß. Und nach hier vorne hat man schon einen richtig guten Ausblick. Seht euch das an. Wunderschön. Also die Anfahrt zum Sellajoch ist bis jetzt sehr anstrengend. Hier sind viele Ortschaften. Zum Großteil also nur 50 fahren, dann ist wirklich sehr viel Verkehr. Man kann gar nicht überholen, weil alles innerorts ist. Es sind viele Wohnmobile unterwegs. Ich hoffe, dass es dann auf dem Pass nicht mehr so schlimm ist. Oh, direkt vor uns sieht man jetzt das Sella-Massiv und die Sella Ronda verläuft einmal um dieses Bergmassiv herum. Besteht aus 4 Pässen und wir werden heute 2 von diesen Pässen fahren. Das ist hier jetzt noch der Zubringer zur Sella Ronda, aber hier gibt es auch schon sehr gute Kurven und ein paar Spitzkehren zum Üben. Aber ich muss sagen, mit der Sportler ist es zwar anstrengend, vor allem rechts kehren, wenn man innen ist, aber ist auf jeden Fall machbar. Man muss ja aber auf jeden Fall in jeder Kurve aufpassen, weil es kann immer Gegenverkehr kommen. Ich habe ja auch schon viele Motorradfahrer gesehen, die einfach in den Kurven überholen. Also das geht wirklich gar nicht. Oh, guckt euch das an. Unglaublich. So, und hier ist der Beginn der Sella Ronda. Nach rechts geht's aufs Podoljoch und wir fahren jetzt aufs Sellajoch.
Also bis jetzt, auf dem Weg hierhin, die paar Kurven hoch, war nicht so viel Verkehr. Ich hoffe, dass hier jetzt auch nicht so viel Verkehr ist. Guckt euch das an. Wow. Das sieht halt richtig krass aus, weil die Berge, die gehen einfach steil nach oben. Einfach gerade. Und das sind locker 1000, 1500 Meter, würde ich sagen. Richtig krass. Boah, guckt euch diese Aussicht an. US 1000 Doppel R. Sehr nices Motorrad. Also es ist viel Verkehr bergab, aber vor mir ist niemand. Außer dieses Auto da. Hätte ich nur nichts gesagt. Aber das kann ich gleich überholen. Ah, das gehört zu dem Fahrradfahrer. Sehr gut. Also was auf jeden Fall in den Kern hilft, ist leicht mit der Fußbremse mitzubremsen. Dann kann man die leichter nehmen. Auch sehr viele Sportwagen hier unterwegs. Wahrscheinlich irgendeine Rallye oder so. Aber die müssen natürlich auch hier in jeder Kurve aufpassen, dass sie nicht aufsetzen. Boah, der Ausblick. Ist schon genial. Mir fehlt halt oben raus, fehlt mir halt die Leistung, wenn ich die Gänge ausdrehen will. Und nachschalten ist aber auch nicht immer eine gute Idee. Also die Landschaft hier mit den ganzen Felsbrocken sieht schon echt krass aus. Oh, hier eine ganz spitze Kehre und hat funktioniert. Oh, hier ziehe ich jetzt mal die Kupplung. Ah. Boah, der Ausblick. Also als ich hierher gefahren bin über die ganzen Ortschaften, hätte ich nicht gedacht, dass es hier am Ende so krass aussieht. Ich glaube, hier ist jetzt auch schon die Passhöhe vom Sellerjoch, genau. So, wir fahren jetzt die Nordseite des Sellerjochs wieder runter und fahren dann anschließend über das Grödner Joch. Das ist der nördliche Pass der Seller runter. Hier werde ich noch mal kurz umdrehen und ein Foto schießen, beziehungsweise werde ich das hier machen. Boah. Guckt euch das an. So, weiter geht's. Das Sellerjoch hinunter.
ist hier leider etwas Verkehr vor mir, aber das lässt sich nun nicht ändern. Also die Landschaften hier oben sind schon echt nice und vor allem so abwechslungsreich. Man hat diese schroffen, sehr steilen Felsen, aber dann auch hier diese grünen, bewachsenen Hügel. Dann sind überall Skilifte, Hütten, Almen. Ist schon echt schön hier. Und dann halt wirklich überall diese riesengroßen Felsen. Das ist schon echt unglaublich. Also bis jetzt. Das war knapp. Also bis jetzt die Sella Ronda echt empfehlenswert. Ich hätte auch gedacht, es ist viel mehr Verkehr. Aber es kann auch sein, dadurch, dass jetzt erst Vorsaison ist, Mitte Juni, dass hier noch nicht so viel los ist oder das Ganze verteilt sich halt über die ganzen Pässe hier in den Dolomiten. So, wir sind jetzt glaube ich auch bald am unteren Ende des Sellajochs angekommen. Also wenn es hier mal im Frühjahr einen Felssturz oder Geröllsturz gibt, dann stelle ich mir das echt fatal vor. Also guckt euch mal an, hier diese Furchen. Es ist alles Geröll, was durch die Schneeschmelze höchstwahrscheinlich hier nach unten gebracht wurde. Und riesengroße Felsen sind damit dabei. Krass. Und dann diese richtig steilen Felswände. Ich weiß, auf der GoPro wird das nicht so rüberkommen, aber es fühlt sich an, als könnte ich die Felswände hier fast anfassen und die gehen wirklich hunderte Meter in die Höhe. Und dann hier der Ausblick, die andere Richtung. Boah. Das ist so krass. Und vor allem da ganz oben auf dem Berg wachsen einfach so zwei, drei Bäume. Ganz alleine. Heftig. Hier in der Kurve überholen, wie ich es gesagt habe. Und damit sind wir am Ende des Sellajochs. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Video.